So, will bald. Ah, ne. Klaas. Häufer Umlauf. Gibt's nicht. Dann nehme ich stattdessen, was hat mir gesagt? Den nehme der Keule, ne? Deprived. Der ist eh schon nackig. Gift. Master Key. Physik. 4 minus. Very slim. Slim shady. So, das ist natürlich jetzt hier unser. Ne? So. Ba, 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 da, ba. Gleich ich mit Skill aus. Dying Light 2 ist richtig gut, sagt Kata Badana. Kata Badana. Wenn Kata Badana das, sie das sagt, dann glaube ich ihr das auch. Ja, ich muss Warhammer mir angucken. Resting Bear. Vielen Dank, Resting Bear. Wir fliegen schon wieder los. Wie oft haben wir das jetzt schon gemacht? The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags. So, wegdrücken. Dann laufen wir mal wieder ein bisschen hier durch die Wilde. Der Prime gehört dir. Dankeschön, das ist sehr nett. Hat Nico ein paar Bilder aus dem SoFi Stadium geschickt? Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht. Definitiv. Das ist jetzt nur Training, ne? Ist klar. Ansage, es befindet sich hier lediglich ein Training. Das ist natürlich nichts Offizielles. Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Nicht, dass hier Leute glauben, ich würde jetzt hier einfach schon mein Spiel machen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mich hat die Nachricht erreicht, Peter ist mit 10 Punkten gestorben. Mein Ziel muss es sein, besser zu sein als Peter. Man muss sich Ziele setzen, realistische Ziele setzen. Mein realistisches Ziel ist besser sein als Peter. Das ist mein Ziel. Wie er aussieht, ne? Der ist ganz schön dürr geraten. Lionsheart 09. Da ist es. Das e oh, ich muss mich beeilen. Sonst kriege ich hier schnell da durch. Ich habe immer noch Panik. An dieser Stelle. Okay. Fire lit. Dann machen wir mal das Schild hier. Lalala. Ja, ich fühle mich hier auf diesem Weg schon ein bisschen routiniert, muss ich sagen. In the club. Das mache ich hier schon ganz gut. Diesen Part. Keul ist ganz schön langsamer, muss ich sagen. Vielleicht mal ein bisschen Parry üben. Ein bisschen Parry wollte ich üben eigentlich. Aber wenn das daneben geht, dann ist man so schnell tot. Das will ich natürlich nicht. Oh, lalalala. Lalalala. Und die Estos. Nice. Dankeschön. Freundlich, sehr freundlich. So, dann geht's hier hoch. Ah. Okay, warte, soll ich mal Parry üben? Ja, wir üben mal. Starke Leistung. Sollen wir uns das mal zur Aufgabe machen? Was? Entschuldigen Sie bitte. Lebt der noch? Habe ich. Da. Bin ich zu früh abgedackelt? Bleh. Bist du sehr gehypt auf Elden Ring? Fragt Only Two More Weeks. Ja, absolut.
Bislang Parry-Quote fast 100%. Absolut richtig, ja. Oh, Sekiro werden wir irgendwann auch nochmal spielen. Irgendwie, ich weiß ja auch nicht, Sekiro hat irgendwie, würde ich das auch nochmal alleine spielen. Naja. Ah, warte. Ja, mach jetzt. Hä? Achso, der Dings hat... Ja, das ist ja wohl einfach mega schäbig gewesen. Okay. Läuft. Parry läuft. So, ist der nächste. Auf den Kopf. Und der ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu parryen. Mal gucken, vielleicht sterbe ich jetzt. Das ist aber nur Parry-Training. Oh, Baby! Okay, Parry Training for the win. Aber das werde ich wahrscheinlich mich nicht trauen. Im heißen Run werde ich mich das nicht trauen. Ist doch klar. Da bin ich viel zu schissig. Viel zu schissig bin ich dafür. Okay, okay, das war mega dumm. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst. Dauert das natürlich jetzt dementsprechend ein bisschen länger, aber ist doch gut. Ein gutes Training. So, jetzt könnte ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Oh, da bin ich getroffen. Ein Popo immer. Immer eine Popo. Oh, ich bin ein bisschen unkonzentriert gerade. Ich lasse mich jetzt hier an dem. Ah, guck mal, ich bin gleich tot. So, jetzt geht's los. Jetzt das vorher alles nur Spaß. Jetzt geht's richtig los. So, kleiner dicken Mops. Klopp. 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 Oh, zu früh? Ey, ich bin aber auch unkonzentriert gerade. Was mach ich denn? Ich schneck mal lieber noch einen rein hier. Popo, Popo. So. Ja, das war natürlich jetzt kein, rühmlicher Auftritt, aber das ist mir egal. Ich wusste ja selbstverständlich, dass das gar kein Problem ist. Ich könnte jetzt noch einmal zurück. Beziehungsweise muss ich gar nicht, ne? Ich bekomme ja eh gleich direkt einen Bonfire, ne? Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, was ich da gemacht habe. Weiß ich auch. Aber das ist nicht die Situation, die entscheidend ist. Die entscheidende Situation kommen hier gleich. Das ist die, sind die alle anderen, die jetzt kommen. Das ist dieser Typ auf der Brücke da. Taurus Demon. Bei dem habe ich immer Schiss. Only in the ancient legends it is stated. Die wichtigste Situation ist die nächste Situation, McFrankie. Ja, absolut richtig. Du hast völlig recht. Immer die nächste Situation ist die wichtigste Situation. Humanity. He's a friend of humanity. Hier muss ich gar nicht resten, aber ich kann mal hier upleveln. Ich brauche natürlich... Mach mal Vitality. Ach, hat er gar nicht gemacht. Was? Okay, das ist weird. Es fehlen mir original 40 Seelen. Naja, egal.
So, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Teil tatsächlich schon häufiger gemacht. So. Okay, da habe ich nicht gut geparried. Aber hier. Okay, wir sind ja noch im Parry-Training, ne? Wisst ihr Bescheid. Komm du mal zu mir. Können wir ein bisschen Parry machen. Okay, genau. Oh, was, ey, okay, dann, ja, dann trink, ist gut, kein Problem. Gut. Trifft er mich eigentlich? Wenn ich da hingehe, wahrscheinlich. Und. Ja, wie wütend der und völlig unnötigerweise. So. Okay. Komm her, Buddy. Eieiei. Wow, du bist aber auch. Agil. So. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Finde ich. Oder was meint ihr? Schieße ich den hier noch durch die Gegend? Schieß. Runter mit dir. Du auch. Runter. Los. Runter. Ihr habt hier nichts verloren. Immer schön aufräumen, hat Mama gesagt. Tschüss. Soul of Lust. Lost Undead. Fällt mir gut. 2.17, danke für dein Prime. Shittiest combat in the series. Oh, was? In the series? And people still say this is good, sagt Harrowd123. Yes, I absolutely agree with you. The only reason I play this game is because I want to show the world that it is a shitty game. And I really, really hate it. And the combat system is really sucks. It's a really bad game, and I totally agree with you. So, Ratte haben wir schon mal. Oh, wisst ihr noch? Ich werde nie vergessen, wie ich Probleme mit dieser Ratte hatte, ganz bei meinem heißen Durchlauf das letzte Mal. Da war ich so nervös, nicht gut gespielt. Oh, das war. Oh, ja, so. Bam. Chigga! Bam! Chigga! Ja, das ist aber nicht in Ordnung, weil ich war noch nicht so weit. Chigga! Ins Gesicht reingeparried. So, gib mir deinen crackled rooted shield. Und. Arch Soul. Nehmen wir mit. Okay. Ey. Warte doch mal, eins ist aber gut. Eigentlich macht das gar keinen Sinn, das zu üben, weil ich mich das eh nicht trauen werde, das im Spiel später zu machen. So, warte mal. Hier ist noch ein Item. Das hatte ich das letzte Mal beim Training nämlich vergessen. Ach ja, hier komme ich gar nicht hoch. Das ist ja eine bescheuerte Treppe. Wer hat die denn gebaut? Rückiger Raum. So, dann. Warte mal, da geht's weiter, aber da oben war ja auch noch was, ne? Oh, nee, ach, hier komme ich gar nicht hoch. Ah ja. Dann weiter. Also diese drei Typen hier wieder oder was, ne? Oh. Und ey, warte mal, ich komme aus einer Animation. Aus dieser hier. Mein Freund.
Rubbish ist das doch. Aber da oben war auch noch was Leckeres. Irgendwas war da noch. Ah, eine Seele. Nur halb volles Leben. Die Spannung ist nicht zu ertragen. Völlig richtig. So. Hi. Achso, ich habe versucht, so ein Feuerding zu blocken. Das ist natürlich dämlich. Ja, der Anfang hier, na, das ist ja relativ easy noch. Ich muss mich einfach, wenn man sich wirklich zwingt, einfach immer auf Parry zu spielen. Irgendwann muss man ja echt gut sein, sodass einem das immer gelingt. Dann hat man wahrscheinlich im Spiel wirklich einen Vorteil. Man muss sich nur trauen. Oh ja, der ist ja auch noch da, den hätte ich fast vergessen. Also die droppen noch Shit. So, guck mal hier mit nach hinten, sonst kriege ich hier die Pfeile ab. Der hat aber auch eine Reichweite mit dieser Armbrust, ne? Das ist völlig lächerlich. So, jetzt. Gut. Ist hier nicht das Schild, das bessere? Ja, das Wooden Shield. Genau. Kann ich hier austauschen hier. Ja. Hau ich dich zu Brei. Dann wollte ich eigentlich irgendwas kaufen bei dem Händler? Nee. Die kann ich nochmal platt machen für die Seelen. Händler da unten lasse ich mal in Ruhe. Ich wüsste nicht, was ich mir da außer so ein Schild kaufen sollte. Stattdessen nehme ich doch lieber das Geld und kauf mir ein paar Upgrades hier. Also Level Up. Was machen wir denn mal? Strength, Endurance und mehr kann ich nicht. Gut. So, dann hier, muss ich die wieder platt machen. Ach. Ah, zu früh. Dumm. So. Was ist mit dem? Bleiben die da, wo sie sind? So, und jetzt ist nämlich der Trick. Einfach durchrushen. Weil der hinten noch nicht durch die Tür gekommen ist. Auf den zu. Nein, voll dummer. Kein guter Trick. Okay, und tot. Okay. Ich wollte das ausprobieren. Mega dumm. Aber ist nicht schlimm. Wir starten an dem Punkt, machen einfach weiter. Und ich renne da nochmal rein. Und wir tun so, als wenn das nicht passiert wäre. Exakt dieselbe Stelle. Nichts ist passiert. Oh, der ist ja schon direkt hinter mir. Oh. So. Okay, aber jetzt ist die Tür auf. Das heißt, jetzt kann ich diesen... Ach, die darf ich alle nicht benutzen. So, das heißt, ab jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Die Frage ist, vielleicht spiele ich mal auf eine Art... Vielleicht locke ich die mal raus. So. Dann mache ich das einfach so. Ach, schlecht. Ah, das Timing ist schlecht. Komm her. Okay. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, ist das der beste Weg, sie rauslocken? Vielleicht ist das der beste Weg, damit ich hier nicht eingekeilt werde mit den Typen. Und das ist hier schon gar nicht so ungefährlich. So, hier ist noch einer. Kaputt. Hier ist noch einer. Tschüss. Und hier ist eine Kiste. Und dieser Black Firebomb. So, bis dato läuft's ja okay, wenn ich diesen einen Ausrutscher jetzt mal eben ignoriere. Der ist ja auch nicht wirklich passiert. Jetzt wird's hier interessant. Genau, jetzt haben wir die Typen. Blur. Und hier rauf. Es ist so, ich weiß, ich bin jetzt ja gerade mal eben gestorben kurz, aber das ist ja trotzdem eigentlich total entspannt. Also wirklich einfach nur die Nerven, wenn es dann heiß ist und wenn man weiß, es geht um was. Das ist das Einzige, was ein Problem ist, bis hierhin. Das legen wir uns mal direkt ab. Was habe ich denn da? Wieso habe ich denn den da drin? Das wollte ich da reinmachen. Ich habe auch meine ganzen Seelen gar nicht genutzt gerade eben. Das war auch Quatsch. Die hätte ich bei dem Bonfire mal schön nutzen können. Oh, jetzt kommt zu zweit. Das ist ärgerlich. Für sie! Hahaha! Für sie ist es ärgerlich. Ja, und der nächste. Und jetzt ist nämlich immer das Ding, ne? Ich werde natürlich jetzt nicht nochmal da reingehen und wieder versuchen, hochnäsig da diesen Typen platt zu machen. Da bin ich viel zu traumatisiert. Wir gehen jetzt direkt zu diesem Taurus-Typen. Da muss ich auch noch ein bisschen gucken. Weil der hat auch... Der ist nicht so ungefährlich. Habe ich erstmal diese Echse hier getreten. Ey. Ey. Hallo? Was ist mit dir denn los? Was ist das denn? Ey. Bleibst du mal stehen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist mit der denn los? Unglaublich. Die trollt mich, oder? Das sehe ich auch so. Finde ich in Ordnung. Na, dann machen wir erstmal die hier oben. Hi Jungs, wir kennen uns. Weiß nicht, ob ihr an mich erinnert. Schön erstmal getreten. Oh, der hat noch was fallen lassen. Hallo, Soldier, irgendwas. Okay. Huhuhu. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Wo kommt er? Oh, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Immer wieder Nervenkitzel. Eigentlich würde ich ganz gerne mal versuchen, ein bisschen am Leben zu bleiben. Mache ich eh nicht, weil ich den eigentlich ein bisschen üben will. Also seine Patterns. Aber das meine ich, das will ich eigentlich ein bisschen üben, weil ich sonst im Zweifel sofort tot bin. Das ist nämlich, der ist nämlich gar nicht so, das meine ich, ey. Was bin ich denn? Autsch.
Oh, guck mal, der haut mich einfach. Das könnte jetzt schon gewesen sein. Naja, der ist halt... Ich fühle mich mit dem nicht so hundertprozentig safe, muss ich sagen. Mit diesem Typ. Immer schön im Schritt kleben. Ja, ich hätte jetzt auch zweihändig kämpfen können, das stimmt natürlich. Wenn ich den Schild nicht nutze, dann kann ich auch zweihändig kämpfen. Da habt ihr völlig recht. Guter Hinweis. So viel Checks hier eingesammelt. Könnte wahrscheinlich gleich nochmal richtig leveln. So, jetzt ist. Oh ja, aber warte mal, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ich trinke mal lieber eine Estus, weil ich nicht weiß, inwiefern der Drache mich jetzt. Kommt er? Oh ja. Oh, okay. Dann quatsche ich diesmal nicht mit dem Solaire. Er ist auch Solaire, ne? Solaire. Hier rein. Und den Shortcut machen. Da kann ich direkt mal ein bisschen leveln. Wupp. Sehr gut. So. Level. Ah ne, die Trottel. Erstmal die Schecks alle aufessen. Und Humanity kann ich zumindest mal eins essen. Und dann. Bam. Oh, jetzt habe ich hier richtig viele schon. Guckt euch das mal an. Die essen auch. Und das war's, ne? Mehr habe ich nicht. Level up. Okay. Guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Fehlen mir jetzt, was fehlt mir jetzt? 40 Mark oder sowas? Was fehlt mir hier jetzt gerade original? 41, 21. 21 Seelen. Ich bitte Sie, Herr Schiedsrichter. Das ist doch albern. Gut, aber ich darf ja nicht farmen, also hole ich mir da jetzt nicht einen von den anderen Typen noch. Farmen ist verboten. Dann. Das macht ja auch keinen Sinn. Hi, Baby. Den Drachen zu plätten, weil der gibt dieses Schwert zwar, aber das darf ich ja nicht nutzen. Kommst du, oder? Auch das würde ich mich nie im Leben trauen. Ich würde viel zu viel Schiss haben. Auch hier würde ich viel zu viel Schiss haben. Oh. Oh nein, muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ach, hör auf. Ach Gott, die sind aber auch... Das hasse ich. Das ist einfach völlig unnötig. Dass ich jetzt so zurücklaufen muss, finde ich nicht gut. Falsch. Muss das denn sein? Na gut, da kann ich wenigstens auch nochmal ableveln. Die Leiter rauf. Was geht bei euch? Der Bescheppern. Danke für dein Abo. Das ist sehr, sehr nett. Zwobot. Zwobot. Sehr nett. So, jetzt wollen wir mal diese dummen Schweine platt machen. Ach, diese Schweine. Wieso müssen die denn einen auch vergiften? Das ist einfach unnötig. Unnötig. Gewalt.
Und jetzt? Au. Jetzt falle ich hier gleich runter. Guck mal. Ich falle jetzt hier gleich runter, weil ich diese Animation machen muss. Das war eher so auf den Schwanz gehauen. Und dann geht's jetzt hier gleich zur Ratte. Zur Ratte. Riesen. Nee, ein Schwein, keine Ratte. Ein Riesenschwein. Jetzt geht's zum Riesenschwein. Und das ist ein bisschen problematisch, tatsächlich. Weil. Na komm, das war doch ein 1A geparried. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Die Riesenratte ist ein Problem, weil ich könnte die jetzt, wenn ich. Ich nicht aufpasse, trigger ich die. Ich muss an dem vorbei. Nein. Habe ich sie schon getriggert? Nein, aber ganz schön. Oh, ganz schön viel getriggert hier gerade. So, okay. Oh, ja. Oh, shit. Okay, erstmal den. Ah, nein, da kommt wieder die. Eieiei. Okay, wir machen es mal anders. Kommt hier noch von hinten einer? Nope. Dann darf einer von euch jetzt zu mir kommen. Du da zum Beispiel? Du, willst du kommen? Willst du? Nein, dann machen wir es anders. Yep. Geronimus, Cadillac. Nein, der war doch noch gar nicht tot. Ah, okay, das war doof. Zu schnell. Hätte ich mir mehr Zeit lassen müssen. Zeit mit euch zu reden. Hallo Nils, sagt Black Lion. Hallo zurück, hallo ebenfalls, hallo. Leute, es ist, es ist Training, das gehört dazu. Das ist Training, keine Sorge. Und ist auch okay, weil je häufiger man mal eine Situation macht, desto wohler fühlt man sich damit. Deswegen ist das völlig in Ordnung, im Trainingsrun nochmal drauf zu gehen. Das ist nicht so schlimm. Diesen Taurus Demon zum Beispiel, da hätte ich gar kein Problem, den noch ein, zweimal zu machen. Einfach, um für den eine gewisse Sicherheit zu entwickeln. Zum Beispiel falle ich jetzt hier runter, wenn ich jetzt... Nee. Auch hier für die Schweinis, dass ich hier ungefähr ein Timing entwickle. Guck mal, das meine ich. Ein Timing entwickle, wann ich springe, weil jetzt muss ich wieder zurück. Das ist so nervig. Ich hasse das. Das macht mich am meisten wahnsinnig. Nur weil die dumme Ratte einen so ein bisschen ankratzt, dass man direkt abkratzt. Das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Lebenszeitverschwendung. Rasten. Wieder hoch. Und leider hoch. Dr. Taserface. Das ist ja auch ein lustiger Name. Hat der eine Geschichte? Dr. Taserface? Wurdest du mal von einem Taser getroffen? Oder ist das so eine Geschichte, die du dir überlegt hast, von einem wahnsinnigen Doktor, der seine Opfer tased ins Gesicht? Das ist die Geschichte hinter diesem Namen, Dr. Taserface. Jedenfalls vielen Dank für deinen Support. So, und jetzt das Timing der Ratte mal ein bisschen draufkriegen. Okay, das war fast ein bisschen zu knapp. Na, guck mal, das meine ich. Das ist einfach nur Kacke. Du arschlochgesichtige Drecksratte. Ich habe keinen Bock, schnell zurückzulaufen. Kann sich das nicht von alleine geben irgendwie? Was ist denn, wenn ich jetzt mal so eine Humanity esse? Kann die mich nicht befreien von Gift? Geh doch über die Brücke durchs Tor, die Ratten sind viel zu gefährlich. Ich habe noch keinen Köder, den Köder bekomme ich erst gleich. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt Humanity esse? Ich renne jetzt nicht zurück. Ich bin dagegen, zurückzurennen. Werde ich doch überleben können.
Hi. Bam. Oh, ich muss mal wieder einen snacken. Oh, das ist gefährlich hier. Die Hälfte des Giftes habe ich immer noch nicht. Das ist einfach so ungerecht. Das ist so, die Bestrafung ist so unverhältnismäßig. Nur weil diese dumme Ratte einen ein bisschen ankratzt. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich gehe da jetzt durch, mir ist das jetzt egal. So, ich kann ich nochmal einen hier snacken? Du, kommst du zu mir? So, ich glaube, der hat mich... Ja, das ist sehr gut. Ich locke euch mal ein bisschen weg. Das könnte eine Taktik sein, die ganz gut funktioniert. Okay, schnell weg. In Kombination mit dem Gift, keine gute Idee. Was? Wieso lebst du überhaupt noch? Ich hab dich geparried. Auf zu trinken. Au. Oh, okay. Oh, oh. Nein! Ach, dumme Idee. Na gut, ob ich jetzt zurücklaufe. Wisst ihr was? Es ist einfacher zu sterben, als den ganzen Weg zurückzulaufen. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Muss ich wenigstens nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Komm direkt wieder hierher. Aber das mit den Schweinen, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, eigentlich ist es nur das erste Schwein entscheidend. Achso, du meinst, ich soll hier oben lang und dann so an den Schweinen vorbei, hier. Aber da erwischt mich doch der Drache. Oder wo läufst du vorbei? Kannst du mal ausprobieren. Ja, nee, der schießt doch direkt wieder Feuer. Oder hat der sozusagen einen Cooldown im wahrsten Sinne des Wortes? Nee, da komme ich doch nicht vorbei an dem, oder? Nee, keine Chance. Der speit doch sofort wieder Feuer. Eins, zwei, nee, der speit sofort Feuer. Das ist ja kein guter Tipp gewesen. Kein guter Tipp gewesen. Da verbrenne ich mir direkt die Rübe. Und mehr. Hallo, guten Tag. So. Hi. Und. Okay. Lass mir den Kick. So, und jetzt diese dumme Ratte da. So, komm mal her. Hier erstmal eine. So, das war okay. Die kann ich jetzt theoretisch versuchen so. Das Schild hält ein bisschen ab. Okay, so ist vielleicht die bessere Wahl. Was? Was? Was war das denn für ein Move? Ugh. Nein! Das... Du dummes Vieh! Nein, nein, nein! Okay, jetzt bin ich natürlich extra sauer. Hab mich extra nicht geduckt. Aber das ist doch einfach lächerlich. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Nein! Nein, 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 nein. Du Rattenschwein. Ich sag nein zum Rattenschwein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt ein High-Risk-Manöver. Ich gehe jetzt... Hier ist doch dieser schwarze Ritter irgendwo, oder? Da, wenn ich da hochgehe. Warte mal, erstmal mache ich den platt. Komm mal her. Nein. Okay. Aber das ist doch nicht... Das ist doch nicht dein Ernst. Wie dieses dumme, miese Drecksschwein. Ein einfach knallhart so... Du musst oben auf der Brücke nur kurz warten, bis der Drache abhebt. Aber wann... Bleib an der Ecke vorm Drachen für einige Sekunden stehen, dann kommt er runter und du kannst an ihm vorbeilaufen. Okay. Das ist mir jetzt neu. Ach, an welcher Stelle? Naja, einmal Feuer spucken lassen. Und dann warten. Okay, aber wo? Einfach oben an der Mauer vor der Treppe warten. 30 Sekunden, Minute oder so. Ach, echt? Machen die anderen das auch so? Achso, warte, das wäre dann hier oben, ja?
Ja, oder was? Guten Abend. Hallo. Da, oder was? Und jetzt hier warten und dann haut er ab, oder wie? Das wusste ich überhaupt nicht. Spielen die anderen das auch so? Ach was. Das ist mir gänzlich neu. Jetzt kann ich an ihm vorbei. Und hier ist ja sogar ein Bonfire. Okay. Bläst er jetzt hier rein? Nö, jetzt geht er wieder hoch. Hier war ich noch nie. Ich war hier noch nie. Wo bin ich hier? Das ist ja der absolute Oberhammer. Ich habe ein neues Gebiet für mich entdeckt. Hi, Freunde. Ich tue euch nichts. Wobei, du hast ein Schwert. Du hast ein Schwert, das sehe ich. Schwerter gibt's nicht. Schwerter sind verboten. Du darfst da weiter heulen. Du darfst auch weiter heulen. Ich habe ein neues Gebiet. Ich war noch nie hier. Das ist so schön. Hier wächst Gras. Hier ist eine Bank. Da ist ein kleines Elfentörchen. Da wohnen die Hobbitze. Klopf, klopf. Ja, das ist ja super toll. Und hier gibt's sogar so einen Schalter. Ach was, und da komme ich da hoch. Nie wieder muss ich mich mit den Schweinen rumplagen. Die Begeisterung ist groß in mir. Okay, das ist klasse. Ich hatte keine Ahnung. Hi. Na? Ah, warte, nochmal. Ist doch nicht. Warte mal, ich bin da am... Ich will dich parryen. Ah, jetzt warte doch mal. So, jetzt. So. Leute, ich war da noch nie. Spanky the Robot. Vielen Dank für dein Prime. So, das ist alles nur üben. Leute, ich übe das. Ich übe das gerade. Es ist alles gut, keine Sorge. Ich bin natürlich ein bisschen Larifari hier. Macht euch keine Sorgen um mich. Das wird ein guter Run. Das wird ein locker 5-Punkte-Run. Auf jeden Fall mindestens. Guck mal, der lässt ihn nicht vorbei. Guck mal, der lässt ihn einfach nicht vorbei. Weil die sich überhaupt nicht mögen. Die mögen sich nicht. Ich war der Meinung, ich hätte ihn geparried, aber er hat das anders gesehen. Mann, ey. Mit dem habe ich noch ein paar Timing-Probleme. So, der. Der läuft. Dieser eine Angriff, die anderen Angriffe habe ich noch nicht so drauf. Und auf den Sack. Na gut, aber das ist auch eine ganz gute Taktik, die so ein bisschen erstmal anlocken. Sonst habe ich die nachher da alle oben und das wollen wir nicht. Der da war jetzt weg, ne? Ja, okay. Dann lassen wir das Schweini mal, wo das Schweini ist. Okay, das macht Sinn, die locke ich dann so raus. Dann stelle ich mich mal hier hin. Und jetzt Kick. Easy. Kommt da jetzt noch einer hier hochgewetzt? Ja, da. So, das dürfen dann alle sein. Und jetzt probiere ich das nochmal mit dem Totenkopf hier da. Das muss ja auch sitzen. So, und zwar ungefähr, ich würde mal so sagen, so vielleicht. Interessiert das Schwein überhaupt nicht. Dann vielleicht so. Bisschen eher so an die Mauer ran, so. Warte mal. Ah, der Wurf war ganz gut. Ja,
Ah, das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Das hat mir gut gefallen. Der Wurf war gut. Nochmal. Ja, das war's. Tschüss, Schwein. Und so bin ich easy bei 13 Punkten, ohne irgendwas Gefährliches erlebt zu haben. Im Prinzip ist das schon zu leicht. Jetzt liegt natürlich sein Item im Feuer. Das war vielleicht keine so gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rankommen kann. Oh ja, geht. Darf ich eh nicht benutzen, von daher ist das eigentlich völlig egal. Seht ihr, Leute, so läuft das. Ohne Probleme, ohne Mühe. Ah, der will mich wieder in die Falle locken. Ich erinnere mich an diese Situation. Hi. Hi, Leute. Ja, drei Leute auf einem Schlag. So mag ich das. Gut. Ratzfatz. Und zwei auf einen Schlag. Die Keule hat halt einfach auch schon eine ganz gute Reichweite, ne? Kann man sagen, was man will. So, das mopsen wir uns hier auch nochmal. Mystery Key. I got a key. I got a secret. Ja, Leute, was sagt ihr? Überragend bislang, oder? Also, keine Ahnung, warum Peter gestorben ist. Ach. Ernsthaft? Würde mich doch ärgern. Geronimo! Was war da hinten noch? Ist das eine Seele? Lohnt es sich da nochmal lang zu balancieren? Oder ist das nur irgendein Ausrüstungsgegenstand, was ich hier nicht anziehen darf? Ja, doch, das lohnt sich schon. Ich könnte jetzt auch nochmal den Black Knight machen, der mich so traumatisiert hat. Muss ich aber nicht. Ah, da geht's da lang, okay. Keine Flasks mehr, ne? Muss ich mal zum Schmied kommen. Hi. So. Zum Schmied. War hier noch Action eigentlich? Warte mal. Oh ja. Na. Na. Ah, shit, ohne Flasks. Oh, hi. So. Alter, das war aber jetzt gemein. Wie er noch so Immunität genossen hat gerade. Ist eigentlich schon beim Schmied. Und dem kann ich was erzählen von meinen Abenteuern. Und dann kann ich da noch ein bisschen leveln und mir von ihm ein paar Flasks zurückholen. So, die lassen wir mal eben links liegen. Ohne Flasks. Macht das keinen Spaß. Kann ich meine Waffe vielleicht... Kommen die mir jetzt hinterhergelaufen? Das klingt so, als wenn die mir hinterhergelaufen kommen. Mal schnell einmal resten. Und dann gucke ich mal, ob ich die Waffe upgraden kann. Spare mir natürlich mein Geld. Ich habe extra diesen Knüppel da, weil den kann ich ja schön, der eskaliert ja mit Stärke. Könnte ich ja eventuell den Club. Geil. Das ist ja schon Club 2. Was jetzt? Ah, eine Title Knight Charge. Habe ich nicht. Ja.
Dann nicht. Dann mache ich das nicht. Und dann? Ich bin ja schon bald bei den Gargoyles. Ach, und ich darf den Typen da oben ja gar nicht. Fällt mir gerade ein. Ich darf den gar nicht mit einem Pfeil und Bogen da oben weghauen. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Da ist doch so ein Zauberer, den darf ich nicht wegholen. Ach, der Schmied verkauft die Shards. Der verkauft die Shards. Das ist eine gewichtige Information. Das heißt, ich kann mir jetzt noch einen Shard kaufen und dann direkt upgraden. Interessant. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. Guck mal hier da. Erstmal ein. Klapp. Aber was brauche ich als nächstes? Zwei Titanite Shards. Habe ich nicht genug Geld für. Aber ich habe noch so einen Scheck. Ne, ich auch nicht. Oh, ihr habt doch noch so einen Scheck hier. Den kann ich mir noch. Da. Was bekomme ich dafür? Ah, 400 ist auch ein bisschen wenig, oder? Was kostet eine so eine Shard? 800. Sehr, sehr teuer, wenn du mich fragst. Ja, aber wie soll ich denn zum Beispiel in diesem Zustand die Gargoyles, das ist ja ein, also das ist ja unmöglich. Wie soll ich denn so die Gargoyles machen? Das wissen wir, glaube ich, alle, dass das Quatsch mit Soße ist. Ich könnte... Warte mal, ich könnte an dem Typ vorbeirennen. Und in den Wald reingehen. Und an dem hier vorbeirennen. Hey Baby, it's me. Blitzman. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Oh, oh, Geronimo. Könnt ihr in den Wald reingehen? Die Frage ist, und den Schmetterling zum Beispiel machen. Ist das die richtige Taktik? Achso, meine Menschlichkeit, natürlich benutze ich die. Ist doch völlig klar. Das ist schon alles erheblich schwieriger. Nackt, muss ich sagen. Alles ist nackt schwieriger. Da links wäre der Schmetterling und da geht's runter zu dem... Hi! Hey, Baby. Mama. So langsam kenne ich mich hier auch einigermaßen aus. Ja... Und dann rechts, hier ist noch ein Bonfire. Irgendwo. Oder bin ich da schon vorbei? Nee. Die Frage ist, ob ich das überhaupt nutzen will. Ah, zwei. Ah, Peitsche. Ey, doppelte Peitsche. Ey, ach, weil der noch angewählt ist. Ich frage mich, warum ist der so komisch. Wisst ihr was? Ich muss auch nicht mit denen kämpfen, aber. Aber wieso nicht? Jetzt haben die mich sauer gemacht. Hey! Das ist taktisch sehr klug von denen, dass sie mich so einkesseln und dann mich flankieren. So, und jetzt bist du alleine. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? So ganz allein im Wald mit mir. Genau, da ist nämlich eine geheime Wand oder irgendwas. Hier hinter diesem... Nee. Warte, wo war das noch? Hier? Ah, hallo. Genau, und hier geht's jetzt zum Schmetterling. Was? Sie würde dann halt nicht. Dann gehe ich halt hier lang. Ja, egal. So, und der Schmetterling war da oben am. Auf dieser Burg ganz oben. Wo der Riese ist.
Ich könnte da rechts mir jetzt noch das Item holen, theoretisch. Weiß ich aber nicht. Das müsste eigentlich, wenn ich hier entlang gehe, komme ich zum Schmetterling. Da ist er, ja. Kacke ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Riese mir folgt. Ja, er folgt mir, glaube ich, sogar. Aber wenn ich jetzt einfach durchlaufe, der ist ja voll langsam, der weiß ja überhaupt nicht, wo ich lang bin. Ich bin voll schnell, ich bin nackt. Komme ich doch eigentlich so direkt zum Schmetterling? So schnell kann der mir noch gar nicht... Guck mal. So, und das muss ich jetzt erstmal nochmal checken. Das ist nämlich gar nicht so... Da muss man die Pattern irgendwie... von der Dame kennenlernen. So, wie war das jetzt? Also, jetzt... Ja, jetzt macht sie das. Das ist gut, das ist okay. Ja, okay. Ja, hin und her. Show off. Alles klar. Alright. So. Oh. Ja. Au, okay. Mega dumm. Okay. Oh. Den einfachsten Moment von allen verpasst, oder? Eieiei. Bap-bada-bap-bap-bap-bap-bap. Was? Feuer aufwerten? Das jetzt hier, damit ich beim Butterfly 10 hab, meinst du, ne? Ja, aber das mach ich das im Spiel? Mach ich doch nicht. Die mehrfachen Blocken, diesen wegrollen, bevor er dich trifft, ja. Das wäre auch jetzt so ein richtig... Ja, ja, das ist ja... Leute, es ist ja auch Training, ne? Ich bin natürlich jetzt auch nicht so hundertprozentig... Es ist Training. Ich bin im Trainingsmodus. Das sieht man ja auch. Ich bin im Trainingsmodus. Ich bin ganz locker, ganz entspannt. Wir laufen nochmal eben zum Schmetterling. Das wäre jetzt Quatsch gerade. Da habe ich kameratechnisch mir selbst die Sicht genommen mit meinem Körper und nicht genau gesehen, wie dicht die schon dran sind. Und dann reicht auch wirklich ein Treffer aus. Machen wir direkt nochmal. So, der steinerne Riese. Der darf gerne weiter schlafen. Will er nicht. Ja, dann steh halt auf. So, und ihr meint also, diese Mehrfachdinger, die nicht homing sind, die kann man blocken und den anderen unterrollen, ja? So. So, dann mach mal. Ich warte auf dich. Na, das nimmt mir doch voll viel Leben. Das kann ich doch nicht die ganze Zeit blocken. Ernsthaft? Das ist der Plan? Also, das ist aber ein ganz schön gewagter Plan. Finde ich. Oder ich kann so vielleicht irgendwie dem ausweichen, ne? Wenn ich so. Das können wir mal probieren. Ja, so, das ist geil. Ja, das geht gut. Einfach so ausweichen. Da muss ich eigentlich rollen. Hahaha. So, kommst du jetzt mal zum... Hey! Hey, das war aber jetzt gemein. Kannst du jetzt mal Nektar saufen, bitte? Weg, 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 der explodiert, oder was war das? Boah, da muss ich ja richtig lange mit dem rangeln. Aber das funktioniert ganz gut mit diesen...
Es wird am Ende eh wieder so eine billige Situation sein, an der ich dann sterbe. Au, da bin ich reingedotzt. Aber das ist okay. Also das finde ich klasse. Den machen wir so mit dem Ausweichen. Und den anderen... Und der Tunnel... Oh! Okay. So, kannst du jetzt mal saufen gehen wieder, oder? Ist es soweit? Snackst du hier mal wieder? Komm, du musst dich mal aufladen. Ah, nein. Will er nicht. Du sollst jetzt auch mal was essen. Na, ist nicht so einfach. Jetzt komm, du brauchst Nektar, du bist hungrig, du verbrauchst deine ganze Energie. Ist ja nicht zu fassen, ey. Jetzt. Ach du meine Güte, das ist jetzt auch nicht besonders clever. Der Ewigkeiten. Los, du willst Nektar haben. Du bist völlig ausgepumpt. Komm. Ja, ja. Holst dir? Holst dir? Holst dir? Jetzt aber komm. Nein. Okay. Was war das? Ein Bohnenfeuerkindel, damit du jetzt die Laser problemlos blocken kannst. Immer auf zweihändig gehen, wenn du den Schmetterling vermöbelst, sagt Aston Martin. Das habe ich ja gemacht. Bonfire sollte immer gekindelt werden. Hat er mich da an den Füßen erwischt oder was? Aber das ist genau so eine Art und Weise, da werde ich dann am Ende sterben, Leute. Das sind genau die Dinger. Hast du mal alle Startwaffen durchprobiert? Nee. Ich hatte bislang die Axt, aber die wird irgendwann zu schwach. Das war der große C, oder? Das war doch eindeutig der große C. Du hast völlig recht. Das war der große C. Mhm. Die Keule ist vom Scaling am besten, sagt ihr, ne? Absolut. Ich bin zu früh gerollt, ja. Am Ende ist natürlich der Spieler, in dem Fall ich, schuld. Da müssen wir uns keine Illusion machen, so gerne ich mir selber auch die Unschuld ausstelle. In dem Fall war ich wirklich selber schuld. Jetzt, du könntest dir den Run von Peter Morgan anschauen. Der hat viele Seelen gefunden, ohne überhaupt einen Boss gesehen zu haben. Ja. Weißt du schon, wann du runst? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss mir nochmal einen schönen Tag raussuchen. Das weiß ich noch nicht genau.